Ohne großes Vorgeplänkel möchte ich Sie zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen zur Bedeutung Hayeks im Jahre 2024. Das machen wir auf einem hochkarätigen Podium. Ich stelle die Teilnehmenden kurz vor. Barbara Kolm, Ladies First, sie ist Leiterin des Friedrich-August-von-Hayek-Instituts in Wien, ehemaliges Mitglied des Universitätsrats der Wirtschaftsuniversität Wien und ehemalige Vizepräsidentin des Generalrats der Österreichischen Nationalbank. Dann ebenfalls zu meiner Linken. Stefan Kozin muss ich nicht mehr vorstellen, habe bereits schon gesprochen. Er ist der Leiter, der Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft sowie der Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft. Willkommen. Dann zu meiner ganz rechts Außenseite Martin Ronheimer. Er ist Universitätsprofessor für Ethik und politische Philosophie an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, seit 2020 als Visiting Professor. Er ist Priester bei Opus Dei und Gründungspräsident des Austrian Institutes for Economics and Social Philosophy in Wien. Herzlich willkommen. Und last but not least, Rahim Tagisadegan. Rahim Tagisadegan ist Leiter der privaten Bildungseinrichtung Scholarium und Verfasser zahlreicher Bücher. Herzlich willkommen. Mein Name ist Olivier Kessler, ich habe die Aufgabe, hier für Ordnung zu sorgen auf diesem Podium. Steigen wir gleich ein in die erste Frage und damit wir uns nicht verdächtig machen, am Thema des Podiums vorbei zu diskutieren, möchte ich gleich mit der Gretchenfrage starten, nämlich was die Bedeutung Hayeks in der heutigen Zeit noch ist. Barbara Kolm, du bist ja seit dem Jahr 2000 schon Leiterin des Friedrich-August-von-Hayek-Instituts in Wien, also der Geburtsstätte Hayeks. Ich mag mich noch erinnern, damals im Jahr 2018 war das, als wir die Hayek-Tage in Wien abgehalten hatten. Da gab es auch in der Eingangshalle der Universität Wien eine beachtliche Ehrung für Friedrich August von Hayek. Da gibt es ein Foto, das aufgestellt ist, einen kleinen Bilderrahmen, neben anderen Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern. Dennoch scheint Österreich den Weg zur Knechtschaft unbeirrt weiterzuschreiten. Woran liegt das? Also wie schätzt du das ein? Was ist der Einfluss Hayeks in der heutigen Zeit? In Österreich, aber auch allgemein. Also erstens einmal, danke vielmals für die Einladung. Erstens hoffe ich, dass das mit September, wenn wir Nationalratswahlen haben, dann sich wieder einem Ende zuneigt und wir von der Knechtschaft der sozialistischen Regierungen, die Grün und in dem Fall die ÖVP in Österreich hat, befreit werden. Denn das ist Einheitsprogramm und Hayeks Weg zur Knechtschaft, den er den Sozialisten in allen Parteien gewidmet hat, wird von diesen Herrschaften leider nicht gelesen. Nichtsdestotrotz, wir sehen diese Pendelbewegung schon seit Jahrzehnten und die guten Zeiten, als Thatcher und Reagan die Werte der klassischen Marktwirtschaft, des Liberalismus, Hayeks und der österreichischen Schule hochgehalten haben, sind leider schon viel zu lange her. Und wir haben also den Keynesianismus, nicht nur den Ausdruck Keynesianismus, sondern auch den anderen Keynesianismus, also der Sozialisten aller Parteien erlebt. Und das Schlimmste, was wir jetzt erleben auf europäischer Ebene, ist die zentral gelenkte Planwirtschaft aus Brüssel. Und wir haben jetzt zum Beispiel für heuer bei unserer Free Market Roadshow die Reader's Digest Version der Road to Serfdom in ungefähr 10 Sprachen übersetzt und haben die nicht nur den Studenten zur Verfügung gestellt, sondern eben auch allen anderen Teilnehmern, damit das also wirklich verbreitet wird, in anderen Sprachen auch. Und langsam fruchten diese Dinge. Also wie gesagt, in Brüssel haben wir zwar die Kick-Off-Veranstaltung unserer Free Market Roadshow gehalten, im März heuer. Der Ausgang der EU-Wahlen lässt uns, sagen wir mal, sanft hoffen, dass wir diese zentral gelenkte Planwirtschaft dort langsam eliminieren werden. Aber ich glaube, wir müssen noch einiges tun. Und ich glaube, wir alle hier oder Sie alle hier im Raum, wir alle hier am Panel tun unseren Teil dazu. Und wenn man sieht, mit welchen unterschiedlichen Backgrounds wir hier alle sitzen, ob das jetzt universitäre Lehre ist, ob das Wirtschaftsforschung ist, ob das privates Scholarium ist, wie es vom Rahim hervorragend gemacht wird oder wie es Professor Ronheimer über die katholische Kirche macht oder wie du es in deinem liberalen Institut machst oder wir mit unseren Veranstaltungen und Publikationen. Ich glaube, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen und
Ich meine, das Wichtigste, was wir tun sollten, und Carlos hat versucht, alle mal hereinzubringen, das hat lang gedauert. Wir Liberalen versuchen, alle in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Aber ökonomisch sind wir alle für die Arbeitsteilung, für eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und wenn wir predigen das, aber nicht alle tun das in unseren liberalen Fields oder Gesellschaften. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einmal arbeitsteilig zu agieren und das andere in Form von Kooperationen und die Best Practices zu nutzen. Und all das, wir haben so viel hervorragendes Wissen und das zu bündeln, glaube ich, ist unsere Kernaufgabe. Und je besser uns das gelingt, desto leichter werden wir uns von diesem Joch befreien. Und ich glaube, wir sind auf einem besseren Weg. Es schaut wesentlich besser aus, als es noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Aber wir haben noch viel zu tun. Also vorsichtig optimistisch, würde ich mal zusammenfassen. Martin Ronheimer, Sie sind ja mit Ihrem Austrian-Institut auch in Wien angesiedelt, also auch der ursprünglichen Wirkungsstätte der österreichischen Schule. Wie schätzen Sie den Einfluss Hayeks im Jahr 2024 ein, in Österreich und darüber hinaus? Ja, ich möchte mich jetzt nicht, also zunächst mal auch nochmal danke, dass ich auf diesem Podium sitzen darf. Ist das okay? Ja. Ich sehe jetzt die Sache vielleicht eher nicht so, eher vom akademischen Gesichtspunkt aus, also Einfluss Hayeks auf das akademische Denken, ökonomische Denken. Und da muss man halt schon sagen, dass jetzt nicht nur in Österreich, sondern vor allem in Österreich allerdings, ich rede jetzt natürlich nur von Europa, nicht von den USA, Hayek natürlich, das Denken Hayeks eigentlich weitgehend abwesend ist und auch wahrscheinlich gar nicht mehr verstanden wird. Sein Grundanliegen, wie wir das ja auch schon gehört haben heute bei Beginn dieser Hayek-Tage, dieses Anliegen eben seine, Herr Kotz hat jetzt das unter das Stichwort Interventionismus gebracht. Ich denke, das Anliegen Hayeks damals, er hat zwar eben das Buch an den Sozialisten in allen Parteien gewidmet, war, aber man kann auch sagen, es war, er hätte es auch schreiben können, den Kollektivisten in allen Parteien. Es war das Thema Kollektivismus, das er auch explizit thematisiert hat in diesem Buch. Und dieser Kollektivismus ist natürlich auch heute der Trend, die Gefahr, also dieses Misstrauen eben in die Leistung des Individuums, den freien Markt eben, den Wettbewerb. Und Hayek spricht in dem Buch sehr viel von Wettbewerb. Und es ist eben da noch nicht nur aus ökonomischer Sicht, aus Sicht des Ökonomen, sondern Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, das hat er damals zwar so noch nicht formuliert, Wettbewerb vor allem aber als ein Bestandteil einer freien Gesellschaft. Das war eigentlich sein Anliegen, eben Wettbewerb und nicht zentrale Planung von oben. Und ich meine, wenn man es jetzt mal so formuliert, ganz abgesehen von der Interventionismus-Thematik, das ist ein anderer Approach. Wenn ich jetzt von dieser Seite komme, dann sieht man auch sofort, wo wir stehen. Und wo es natürlich ganz verschiedene Gegner von Hayek gibt. Es gibt nämlich eben natürlich, ja, ich würde jetzt das nicht sagen, dass wir eine zentrale Planwirtschaft haben in Europa. Es gibt natürlich planwirtschaftliche Elemente in der ganzen Green Deal und so weiter. Das ist ganz eindeutig, die eben auch diese kollektivistische Seite haben. Man traut es einfach dem Markt nicht zu, dass er Lösungen findet. Den Individuum traut man es nicht zu. Dieses tiefe Misstrauen eigentlich auch in den Unternehmer. Das sind eigentlich Leute, die können nur was Vernünftiges tun, wenn man ihnen ganz klare regulatorische Vorgaben gibt. Sonst können die gar nichts Gescheites tun. Und das natürlich, die Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Und also diese Idee auch des methodologischen Individualismus auch eben umgesetzt in eine Theorie des Unternehmertums, das fehlt weitgehend. Und es gibt aber noch einen anderen, nicht Feind, sondern eine andere Gefahr, würde ich sagen. Das ist vielleicht jetzt, ja, es gibt auch zwei andere Gefahren, die ich noch nehmen möchte, die ich eben auch sehe. Auf der einen Seite, es sind die nächsten Freunde von Hayek, sozusagen die nächsten, die eben meiner Meinung nach auch eine Gefahr bilden für die Verfälschung seines Denkens. Das sind auf der einen Seite die Ordoliberalen. Wir hatten in Wien eine sehr schöne Veranstaltung
von der Hayek-Stiftung, nicht unserer, nicht derjenigen, mit der die Hayek-Gesellschaft, also die eigentlich der Hayek-Gesellschaft gehören sollte, sondern die andere, die auch in Berlin ein Symposium gemacht hat, wo auch Scholz und Lindner und so weiter dabei waren, wie in der alten Handelskammer, Gewerbekammer, wo also das Institut für Konjunkturforschung, dort, wo Hayek und Mises damals gearbeitet haben. Und da war Jens Weidmann und so, solche Leute. Und da hat man Hayek halt einfach ordoliberal interpretiert, nicht? Und da hat dann natürlich, da fehlt natürlich genau die Würze, die Hayek'sche Würze, nämlich der Wettbewerb, der eben selbst ein Ordnungsprinzip ist. Und nicht der Staat, der den Wettbewerb schafft, sondern das ist ordoliberal, sondern der Wettbewerb selbst, der eigentlich eben... Der das Neue entdeckt und der auch zum Teil auch seine eigenen Regeln schafft und so weiter und nie gegen den Staat gerichtet, aber nicht so staatsgläubig, würde ich sagen, wie die Ordoliberalen. Da sehe ich eine Gefahr für hayekianisches Denken, also die Vereinnahmung durch die Ordoliberalen. Da verschwindet dann einfach das spezifische Österreichische. Und die andere Seite, das sind auch große Freunde und die sind auch hier mitten unter uns. Und verzeihen Sie mir, dass ich jetzt das so sage, das ist für mich der Anarchokapitalismus, der meiner Meinung nach eben auch als Denkmodell interessant ist, aber zu einer Ideologie geworden ist, die grundlegende anthropologische, rechtshistorische und empirische Gesichtspunkte außer Acht lässt oder verfälscht sogar das Denken von Mises eigentlich zu einer unbrauchbaren Währung macht und jene von Hayek eben kontaminiert und eigentlich bewirkt, dass dieses Denken nicht mehr salonfähig ist oder besser gesagt nicht mehr universitätsfähig ist. Das kann man so dann nicht mehr, das kann so nicht mehr ernst genommen werden. Jetzt das wahre Profil, das eigentliche Profil von hayekianischem Denken, das ist eben ein klassisch-liberales Denken mit einer Ausgesprochenheit der österreichischen Komponente von Wenger her, das muss ich ja hier nicht erklären, die aber in der realen Welt existiert, wo es eben Staaten gibt und wo der Staat auch bejaht wird. Ich möchte da vielleicht noch ganz kurz, ich habe es Herrn Kurz schon vorher persönlich gesagt, aber Mises sagt ja ausdrücklich, der Staat ist kein Übel, er ist nicht einmal ein notwendiges Übel, sondern er ist notwendig für das Allerwichtigste, was uns Liberalen am wichtigsten ist, nämlich für den Schutz des Privateigentums. Eine Lehre also, die behauptet, der Staat ist die größte Gefahr für das Privateigentum, geht diametral gegen die österreichische Schule, gegen Mises und gegen Hayek. Das muss man einfach mal gesagt haben und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, weil sonst hat es gar keinen Sinn mehr, dass wir eine Hayek-Gesellschaft haben und dass wir über Hayek sprechen und dass wir sein Denken aktualisieren möchten für unsere Zeit, wenn wir hier nicht ganz klare, ich will nicht sagen Fronten, sondern einfach ganz klar unterscheiden und dann aufgrund dieser Unterscheidung kann man dann natürlich miteinander diskutieren, aber die Unterscheidungen müssen klar sein. Das wären so die Dinge, die ich jetzt mal einfach mal so in die Runde werfen möchte und die für mich aber auch Gründe sind dafür, dass wir uns eigentlich oft selber paralysieren und dadurch eben hayeksches Denken nicht wirklich zum Tragen kommt. Vorstellungen werden nicht nur durch die Sozialisten in allen Parteien in Bedrängnis geraten, sondern eben auch durch die Liberalen selbst. Die ich das so, und die Libertären, wie man das auch immer dann formuliert. Rahim Tagesadegan, du bist ja mit deinem Scholarium ebenfalls in Wien ansässig oder warst das bis vor ganz, ganz kurzem. Man könnte meinen, Wien sei da der Hotspot des Freiheitsdenkens mit so vielen Freiheitsorganisationen in Wien. Betonung auf müsste. Vielleicht magst du dazu ein paar Worte sagen, weshalb es dich in Wien nicht mehr braucht oder weshalb du denkst, in der Schweiz braucht es dich eher, ob das also alles schon durchgesetzt ist jetzt in Österreich und ob es in der Schweiz mehr Bedarf nach solchen Ideen oder mehr Potenzial vielleicht gibt und was du denkst allgemein zu den Hayek'schen Vorstellungen im Jahr 2024, ob die noch relevant sind und in welchem Maß. Wien ist eine schöne Stadt, ja. Das ist aber die letzte Kontinuität zum alten Wien, in der die Gedanken der österreichischen Schule gereift sind. Die Bedeutung dieses Denkens nimmt zu, die Relevanz dieses Denkens nimmt zu. Die Gründe sind nicht positiv. Die österreichische Schule hat sich entwickelt in einer Zeit, als die Gesellschaft in einer tiefen Krise war und der Ausgang war tragisch. Das gibt aber diese bodenständige Nüchternheit,
Das macht auch den Reiz, denke ich, des Hayek'schen Denkens aus. Es geht interdisziplinär in sehr viele Bereiche, es ist sehr nüchtern, es hat auch einen Realitätssinn geprägt. Auch das Praktische ist ihm nicht fremd. Auch ein Element in dem Weg zur Knechtschaft ist ja, dass er sieht, dass es auch so eine intellektuelle Überheblichkeit geben kann, die nur Ideen sieht und das Wirtschaftliche irgendwie unter der eigenen Würde wahrnimmt. Das alte Wien war eine der 5 größten Städte der Welt, vergleichbar mit Shanghai heute oder Shenzhen vielleicht, mit entsprechender Dynamik, die nicht sehr gleich verteilt war. Und es war diese moderne Dynamik, die gleichzeitig mit einer alten Ordnung existiert hat, die tief erschüttert war, diese Ordnung, und wo die größten Geister ihrer Zeit gerungen haben mit den Fragen, die uns heute wieder quälen, noch immer quälen, wiederkehren. Die eine Frage, wem kann man noch trauen? Leider haben da die Intellektuellen ziemlich ausgelassen, auch eine ganz wichtige Erkenntnis von Hayek und Vertretern der österreichischen Schule. Der Gedanke, dass diejenigen, die eigentlich die Muße bekommen, übertragen bekommen, die großen Ideen zu wälzen, die Gesellschaft vielleicht zu warnen, vorauszudenken, weil sie Expertise haben, weil sie womöglich salonfähig sind, weil sie akademisch etabliert sind, dass man denen auf jeden Fall Gehör schenken sollte, was eine ganz gute Heuristik an und für sich ist, weil schon noch immer eine gewisse Disziplin dazu gehört, auch Ideen im Detail durchzugehen und durchzudenken. Die haben katastrophal versagt in der alten Ordnung, im alten Europa. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie nicht erneut versagen. Und deswegen stößt man dann auf diese eigentlich ganz hirngespinstigen Fragestellungen wie Erkenntnistheorie, die ich dann für gewichtiger halte als diese ideologischen Abgrenzungsfragen, also dann schon ans Eingemachte zu gehen. Also es ist viel interessanter die Frage, was ist denn Staat, als wie viel Staat? Viel Staat ist eine langweilige Frage aus meiner Sicht, sondern es geht ans Eingemachte. Was ist Staat? Wie kann man das wissen? Was ist das? Und der Zugang der österreichischen Schule war ein nüchterner, ein Gegensatz, bitte nehmen Sie das nicht persönlich, zum deutschen Idealismus, der mit großen Begriffen hantiert. Und der Staat und die Freiheit, ganz ähnliches Konzept, ähnlich groß, ähnlich überfrachtet. Und nicht, dass er nach der eigentlichen realen Gegebenheit fragt, die bei der Freiheit die Verantwortung ist und beim Staat vielleicht schon das Gemeinwesen und was Menschen überhaupt noch gemein haben und ob sie so viel gemein haben können. Also durchaus interdisziplinäre Fragestellungen. Ich spüre also, dass diese Relevanz zunimmt, dass die Kontinuität in Wien war immer ein bisschen eine gespielte. Die kann Wien sehr gut ausnützen touristisch, wird also voll ausgenützt, dass wir nicht ganz in Schutt und Asche bombardiert wurden und noch ein bisschen Wertschöpfung dann wiederkehrte, um das alles wieder sehr schön herzurichten. Es ist eine sehr schöne Stadt. Ich habe vor 20 Jahren, 25 Jahren als junger Mann noch, glaube ich, die letzten intellektuellen Früchte der österreichischen Schulen dort vorfinden können, nicht in der Ökonomik. Das war völlig ausgedorrt aus meiner Sicht, also will auch niemand zu nahe treten. Es gibt natürlich immer ganz dürre Restchen. In Wien habe ich nicht mehr viel über Ökonomik gelernt. Ich konnte noch ein bisschen über die anderen Wiener Schulen lernen, wovon es ja viele gibt. Aber Wien ist vielleicht ein schöner Treffpunkt. Und dann ist Österreich eigentlich manchmal so ein bisschen eine Projektionsfläche für die Deutschen, die sich denken, oh, das ist doch ein bisschen netter und ein bisschen besser als das gewohnte Deutschland. Ich muss Ihnen sagen, ja, Österreich ist besser, aber nur 5 bis 10 Jahre. Aus Deutschland wäre ich schon längst fort. Und in Österreich ist die Schieflage jetzt schon so spürbar, dass man, wenn man Kinder hat und also extrapoliert ein bisschen auf 10, 20 Jahre, dann manchmal auch Orte sein lassen muss, die ihm auch ans Herz gewachsen sind. Und das war immer ein Element und wahrscheinlich das gewichtigere Element des Liberalismus, muss ich schon sagen, der salonfähige Salonliberalismus ist katastrophal gescheitert. Der war so diskreditiert, dass er sogar Goebbels in seinen Tagebüchern geschrieben hat, damit müssen wir uns nicht mal mehr abgeben, denn das gibt es nicht mehr. Die eigentliche Wirkung war schon immer die Mobilität von Ideen, von Kapital, von Menschen, um dann allenfalls einen Leidensdruck auszulösen und so vielleicht Veränderungen zu erzielen. Und ich glaube, da haben wir auch mit dem Ehrengast dann morgen besten Beweis dafür. Ich war also vor etwas mehr als 20 Jahren länger in Argentinien und schon damals sagten alle, wir haben rausgefunden, weg mit allen Politikern. Ja, das war so die Losung damals.
Leidensdruck ist in der Regel die wichtigste Grundlage für politische Veränderungen. Und ich glaube, das war mit einer Erkenntnis des ernüchternen Österreicher, die sich deshalb eher zurückgehalten haben, große politische Hoffnungen zu wälzen auf nächste Wahlen und mögliche Pendel, die zurückschlagen. Da kann ich jetzt auch aus Österreich, wo wir immer wieder auch FPÖ-Regierungsbeteiligungen hatten, jetzt empirisch keinen Nachweis antreten, dass da tatsächlich grundlegend am eingefleischten Etatismus und Kollektivismus und dieser ganzen Interventionsspirale viel gewichtiger sich grundlegend etwas geändert hätte. Aber wenn man hinreichend ernüchtert ist in dieser Politik, dann kann man das sehen, was sich positiv verändert. Und das ist oft getragen durch technologische Entwicklungen, durch wirtschaftliche Dynamik, durch eine Welt, die groß ist, wo man von Fehlern anderen lernen kann, Dinge neu ausprobieren kann und wo sich doch sehr ermutigende Dinge auch zeigen. Vielen Dank. Dein Leidensdruck ist meine Hoffnung als Schweizer, wenn so viele Liberalgesinnte dann in die Schweiz einwandern. Vielleicht ist das dann der letzte, letzte Zentrum der Schweiz. Aber vermutlich sind wir auch nur ein paar Jahre hinten dran. Ja, die Schweiz ist nur 10 Jahre besser als Österreich. Aber die Richtung ist genau dieselbe. Also ich würde das dennoch, ein Fünkchen Hoffnung bleibt. Stefan Kotz, du bist ja wie ich auch nur Österreicher im Geiste und nicht wirklich dort domiziliert. Deshalb ein kurzer Schwenk in deine Wirkungsstätte nach Deutschland. Wie steht es hier in Deutschland um das Erbe Hayeks? Ja, ich glaube, das unterscheidet sich nicht so sehr von dem im übrigen Europa. Hier ist ja gerade von der EU-Wahl die Rede gewesen, so als breitestmöglicher Meinungstest, den man haben kann. Und da müssen wir schon ehrlich konstatieren, das war ja nun keine Euphorie über ein Revival klassisch liberaler Politikkonzepte, sondern dort hat man sich eher daran gestört, dass die Interventionisten nicht das geliefert haben, was sie versprochen haben. Aber es haben dann eben auch, und zwar in erheblichem Maße zum Teil, Strömungen Zulauf gefunden, die dezidiert protektionistisch sind. Und das ist besonders besorgniserregend, denn die Globalisierung, von der war ja auf dem Podium vorher schon interessant die Rede, die stellt ja auch so etwas dar wie ein Wettbewerb der Wettbewerbsordnungen. Das ist ein sehr nützliches Korrektiv, dass wenn einzelne Länder auch etwas ausprobieren, das ist ja aus dem hayekianischen Sinne gar nicht zu kritisieren, aber sie werden dann eben über die globale Verflechtung immer wieder daraufhin getestet, ob ihr denn das Koordinationsproblem besser hinbekommt als andere Wirtschaftsordnungen. Und indem wir uns da jetzt zusehends abschotten und den Heil im Protektionismus suchen, desto eher schließen wir eben hier auch diese wichtigen Korrekturkanäle. Und das macht mir schon Sorge. Und deshalb müssen wir leider schon zugeben, also Euphorie Richtung hayekianischer Ideen, die kann ich im weiten Teilen des politischen Spektrums hierzulande, aber auch im übrigen Europa leider nicht feststellen. Und vielleicht nur ganz kurz nur als Replik zum Übel. Also ich glaube hier, das ist eine reine sprachliche Unterscheidung. Ich habe ja auch von den Liberalen gesprochen. Ich habe es ja nicht Mises oder Hayek persönlich zugeschrieben, könnte ich mich jetzt schon mal leicht rausreden. Aber die Idee oder das Inhaltliche, was dahinter steht, ist ja eigentlich sind die Liberalen ja angetreten, um dafür zu sorgen, dass sich die individuellen Persönlichkeiten frei von Zwang entfalten können. Das ist ja die Grundidee. Und wir brauchen, damit das möglich ist, und das ist das Notwendige, zumindest nach dem klassisch-liberalen Verständnis, eben eine Instanz, die das tatsächlich ermöglicht, aber die muss dann auch Zwang ausüben können. Und darin liegt sozusagen das Übel, dass wir die Freiheit oder dass wir für die Ermöglichmachung von Freiheit eben trotzdem eine Zwangsinstanz brauchen. Also das soll nur ausgedrückt werden. Ich glaube, wir sind da inhaltlich überhaupt gar keinen Unterschied. Und was die Ordoliberalen angeht, das ist ja in sich schon eine sehr heterogene Gruppe. Also der soziologische Ordoliberalismus, der ist, glaube ich, doch nochmal eine ganz andere Spur, als wenn wir mal die Kernordoliberalen betrachten, die noch viel enger bei Hayek waren und sich ja auch auf ihn bezogen haben und umgekehrt. Aber alles eben in ihrer Zeit. Und damals war auch das Denken über Wettbewerbsprozesse eben noch ein anderes als das, was es heute ist. Und ich würde so einem
ausgesprochen klugen Kopf wie Eucken immer unterstellen, dass wenn er jetzt noch Jahrzehnte hätte weiterleben können, sich auch sein Wettbewerbsdenken geändert hat, hätte. Aber die Grundidee, dass der Wettbewerb als Entmachtungsinstrument installiert werden muss, das hat sich ja überhaupt nicht geändert. Der Interventionismus, den man vielleicht da bei den ursprünglichen Ordoliberalen noch stärker gesehen hat, der rührt ja tatsächlich daran, dass man eher diese Vorstellung vom vollständigen Wettbewerb hatte und noch stärker den Staat in der Rolle sah, diese Bedingungen möglichst herzustellen oder wenn das nicht ginge, so etwas wie als Ob-Wettbewerb, das ist ja schon ein gewisser Widerspruch in sich, zu veranstalten. Das würde sich aber alles auflösen in dem Moment, wo man den Wettbewerbsbegriff etwas weiter fasst. Also von daher, glaube ich, können wir auch da problemlos weiterhin auch mit den Ordoliberalen sehr lange Wege gehen, bis wir uns dann erstmal trennen. Und ich glaube, das ist vielleicht generell etwas, was die Liberalen sich zu Herzen nehmen sollten, nicht immer auf den 5% herumzuarbeiten, wo sie sich nicht einig sind und mit viel Energie darauf verwenden, sich voneinander abzugrenzen und bloß nicht unter bestimmte Kategorien gefasst werden, weil die von irgendjemandem mal so oder mal anders interpretiert worden sind, sondern zu sagen, also wir haben so viele Gemeinsamkeiten, die sollten wir erstmal herausstellen. Und wenn wir die umgesetzt haben, dann können wir uns immer noch überlegen, was wir mit den Differenzen machen. Ich finde das ein sehr spannender Punkt, die Gemeinsamkeiten herausstreichen und gemeinsamen Weg gehen, bis dann halt eben die Wege sich trennen. Dennoch, vielleicht noch auch anknüpfen an dem, was Sie gesagt haben, Herr Ronheimer, möchte ich auf ein kurzes Zitat Hayeks eingehen, dass er in seinem Werk The Intellectuals and Socialism im Jahre 1949 geäußert hat. Und da hat er geschrieben, ich zitiere, wir müssen den Aufbau einer freien Gesellschaft wieder zu einem intellektuellen Abenteuer machen, zu einer Tat des Mutes. Was uns fehlt, ist eine liberale Utopie, einen wahrhaft liberalen Radikalismus. Die Hauptlektion, die der wahre Liberale aus dem Erfolg der Sozialisten lernen muss, ist, dass es ihr Mut zur Utopie war, der ihnen die Unterstützung der Intellektuellen und damit einen Einfluss auf die öffentliche Meinung verschaffte, die täglich das möglich macht, was erst kürzlich noch völlig unerreichbar schien. Zitat Ende. Es stellt sich eben schon die Frage, natürlich, es gibt Meinungsverschiedenheiten bei einigen Themen, aber hier geht es ja mehr dann um die Kommunikation. Soll man also anschlussfähig kommunizieren an die öffentliche Meinung, die sehr etatistisch geprägt ist heute? Also soll man da versuchen, kompromissfähig gleich schon einzusteigen? Oder sollte man kommunikativ sich vielleicht gleich auf die Oppositionsschiene stellen und sagen, wir lehnen das alles ab, was da heute läuft, mehr oder weniger, wir machen es ganz neu von Anfang, also wirklich sich radikal auf eine Gegenposition stellen. Wie seht ihr das, also Barbara? Also zunächst einmal, ich glaube, das Aussprechen unbequemer Wahrheiten ist dringend nötig. Und wir haben das viel zu lang rausgeschoben. Ich sage das jetzt so ganz salopp, wenn man kick the can down the road gemacht. Wie wir es auf der Geldebene gemacht haben, seit spätestens 2008 haben wir genau das Gleiche, einfach Kopf in den Sand gesteckt, auf gut Österreichisch, vergessen und durchtauchen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, und ich bin ja dankbar, Stefan, dass du das ausgesprochen hast, ich habe es weniger elegant ausgedrückt, aber wir müssen kooperieren, wir Liberale, egal ob wir Ordoliberale sind, ob wir Neoliberale sind oder you name them, es ist völlig wurscht, weil das, was die Sozialisten oder die Grünen besonders mit diesen ganzen NGOs gemein haben, sie werfen sich alle auf ein Paktel und gehen gemeinsam gegen uns vor, als breite Front. Und wir tun das nicht. Und das ist unser Fehler gewesen. Und deswegen war auch der Grund, warum wir diese Free Market Roadshow gegründet haben, weil wir, da haben wir alle Institute in ganz Europa eingepackt unter einem neutralen Namen, damit endlich wir breiter auftreten können. Und da können dort eine Blume, dort eine Blume, dort eine Blume. Und das ist extrem wichtig. Und der nächste Punkt ist, wir dürfen durchaus auch miteinander, zueinander im Wettbewerb stehen. Und nur dann werden wir uns weiterentwickeln und werden eben weitere Dinge, werden innovativ sein, auch in unserer Kooperation. Und da darf ich noch mal ganz kurz darauf reflektieren, was Kollege Ronheimer gesagt hat. Wettbewerb ist in unserer Gesellschaft nicht mehr salonfähig. Wenn ich zu meinen Studenten sage, wer von euch schätzt den Wettbewerb, mag das, ne, dann geht es maximal beim Autorennen, beim Fußballspielen und beim Skifahren. Und dann ist es schon vorbei.
aber nicht untereinander. Und das ist, da muss ich sagen, scheitern wir offenbar alle, das der nächsten Generation näher zu bringen, dass wir uns auch aneinander reiben und untereinander im Wettbewerb stehen, um eben für unsere Gesellschaft was zu erreichen. Und der nächste Punkt ist, Kapitalismus ist etwas Positives. Ich darf da nur einen anderen Kollegen aus der Mont Pelerin Society zitieren, nämlich den Professor Peovic, der das sehr gut definiert hat. Kapitalismus ist nichts anderes als der Schutz der Eigentumsrechte. Und wenn wir nicht aufpassen auf unsere Eigentumsrechte und das auch der nächsten Generation näher bringen, dass das auch unsere ultimative Freiheit ist und nicht Besitz, sondern eben Eigentum das Wesentliche einer Gesellschaft ist, dann, glaube ich, werden wir weiterkommen. Daher, glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn wir da radikal auch uns outen und sagen, diese Punkte sind für uns wichtig. Wir müssen das dem politischen oder auch dem intellektuellen Gegner klar machen und wir grenzen uns dort ab. Und Sie sehen ja, ich meine, vor 30 Jahren waren in der Mont Pelerin Society weltweit 750, 800 Mitglieder. Mittlerweile sind wir über 5000. Diese Gesellschaft hier wächst jedes Jahr. Danke für das Engagement hier. Auch bei uns in Österreich werden immer mehr Leute, die sich einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung, aber eben alle, der kleinste gemeinsame Nenner ist individuelle Freiheit und unternehmerische Freiheit. Und die gilt es zu verteidigen. Und deswegen bin ich da einfach auch so radikal, wenn es zu spät ist, ich mein, dann ist es aus. Ich meine, das, was auf EU-Ebene passiert, sage nur noch einen letzten Satz dazu. Letztes Jahr, 28. Juni, der Verordnungsentwurf der Kommission zum Thema Bargeld und zum Thema Central Bank Digital Currencies. Und wenn wir nicht imstande sind, das auszudröseln und den Leuten zu erklären, dann haben wir verloren. Und deswegen ist es so wichtig, diese Freiheiten auch zu bewahren und das ganz klar abzugrenzen. Ja, ich fühle mich jetzt, danke, dass Sie mir das Wort geben, ich fühle mich jetzt mehrfach angesprochen. Und es ist natürlich immer bei den Hayek-Tagen, es ist immer mehr, bei jedem Hayek-Tag ist das mehr, müssen wir mal so ein Dezibelmesser aufstellen und dann schauen, wenn man sieht dann schon, es wird sehr viel, die Meinung des Plenums wird eigentlich oder des Publikums wird eigentlich durch Klatschen eigentlich kundgetan und da sehe ich natürlich, dass ich mich offenbar in der Minderheit befinde, aber ich möchte das dennoch, mein Anliegen vielleicht noch ganz kurz noch ein bisschen näher erläutern. Sie müssen mir halt verzeihen, ich komme halt aus dem akademischen Umfeld und nicht aus dem politischen Umfeld, Herr Kotz natürlich auch, aber ich bin natürlich völlig einverstanden, dass man in einer politischen Perspektive muss man das Gemeinsame suchen. Man muss schauen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, mit wem kann ich am besten meine Ideen vorantreiben. Hat auch Hayek ja damals gesagt, ich bin kein Konservativer, aber es ist klar, dass die Liberalen in den Konservativen eigentlich sehr oft die geeignetsten und besten Koalitionspartner haben, deshalb auch sehr oft gemeinsam marschiert sind, auch sei es nur, um das Schlimmste zu verhindern, nicht? Und dennoch bin ich ein Liberaler und habe meine ganz klaren Prinzipien und die Konservativen, die haben nur Werte und keine Prinzipien. Und zwar hat das ganz klar unterschieden und auf den Punkt gebracht. Und das ist das Großartige an Hayek, dass er eben die Dinge auf den Punkt bringt. Und das möchte ich eben auch. Ich finde es eben auch wichtig, wenn wir über Hayek diskutieren, das tun wir jetzt ja, wir sollten jetzt ja das uns fragen, das ist ja auch die Aufgabe der Hayek-Gesellschaft, das Denken im Sinne Hayeks eben irgendwie zu kultivieren, müssen wir schon uns fragen, jetzt eben sagen wir mehr auf der akademischen Schiene, und das ist mein Anliegen, was ist jetzt das Spezifische an seiner Botschaft? Und erst dann können wir ja dann auch die Dinge klären, auch mit den Ordoliberalen. Also ich diskutiere natürlich sehr gerne mit Ordoliberalen, gerade weil ich weiß, das sind eigentlich Verbündete, auch politisch Verbündete. Aber ich möchte dann doch wissen, was ist jetzt die Wahrheit? Stimmt es jetzt, dass es keine Märkte gibt ohne Staat? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Das finde ich ein wichtiger Punkt. Und Hayek ist natürlich der Meinung, dass Märkte sehr wohl spontan entstehen können ohne Staat. Ein Ordoliberaler ist der Meinung, ohne Staat gibt es keine Märkte, auch keine funktionierenden Märkte. Wurde kürzlich gesagt bei einem Vortrag, ich habe es Ihnen erzählt, nicht? Wir haben ja einen Vortrag organisiert, das Osten-Institut in Wien mit Gabriel Felbermayr, der nun eher ein Ordoliberaler ist, und wir haben ihm die Bühne
Bühne geboten und er hat einen Tonvortrag gehalten, das ist alles sehr gut und so, aber es gibt natürlich dann, da muss man sich fragen, aber es ist nicht hayekianisch. Und das weiß er, hat sich auch ganz oft, so hat sich sogar selber davon distanziert und so. Und er hat diesen Satz ausgesprochen, also ohne Staat gibt es keine Märkte. Und gibt es keinen Wettbewerb, der funktioniert. Es kann keine Versicherungswesen geben ohne Staat und alle diese Dinge. Es kann keinen funktionierenden Okkasionsmarkt geben, nicht? Das Problem Akerlof, nicht? Unterschreibt er voll, ohne dass es da eine staatliche Regelung gibt. Das kann der Markt selber, kann das nicht regeln und so. Und das sind ja alle diese Theorien von Marktversagen und so. Und das ist ja gerade das Spezifikum der österreichischen Schule, mit dem wir ja auch dann den Interventionismus bekämpfen können. Diese Argumente brauchen wir ja und die finden wir bei den Österreichern, aber nicht bei den Ordoliberalen. Das ist mein Anliegen, mein großes Anliegen, dass wir politisch mit denen dann gemeinsam gehen können, dass das unsere Freunde sind, auch, sagen wir mal jetzt, ja, die Grundanliegen, auch Eugen und so weiter, das steht außer Zweifel. Aber ich finde es schon wichtig. Dann zum zweiten Thema, das haben Sie das Stichwort, liberale Utopie. Nun, ich denke, ich kenne natürlich dieses Zitat, Hayek spricht von einer liberalen Gesellschaft, aber nach seinem Sinne. Und diese liberale Utopie scheint unmöglich, aber man muss sie doch verfolgen. Aber es ist für Hayek immer eine Utopie gewesen, die wünschbar ist, dass sie sich realisiert. Es gibt aber Utopien, die, und das ist eigentlich der eigentliche Sinn von Utopie, das sind Dinge, die man gar nicht realisieren kann. Das sind Vorstellungen, die nicht realisierbar sind, weil sie nicht dem Menschen gerecht sind, der Tatsache, wie die Menschen sind und der Wirklichkeit, der Menschengeschichte, da nicht in unsere Welt hineinpassen, in eine, und deshalb gefährlich sind, weil wenn man sie zu realisieren versucht, dann gibt es entweder eine Diktatur oder Bürgerkrieg. Das ist die Erfahrung der Geschichte, haben wir immer erlebt. Und diese Art von Utopie möchte ich jetzt nicht verfolgen. Und ich sehe halt eine reine Privatrechtsgesellschaft, mit Verlaub, dass ich das halt so sage, vielleicht werden es viele nicht einverstanden sein, sehe ich als eine Utopie, die ich nicht für wünschenswert halte, weil sie im Bürgerkrieg oder in der Diktatur enden wird. Da bin ich voll überzeugt und ich habe auch Geschichte studiert und studieren Sie Geschichte. Man kann eben nicht die Geschichte deduktiv betreiben, wie das gewisse Leute tun, im libertären Lager, dass man einfach die Geschichte sich so zurechtlegt, damit sie mit dieser Utopie übereinstimmt. Die Geschichte ist eine empirische Angelegenheit. Natürlich, da gibt es dann sehr viele Zweifel, Fragen und offene Fragen und so weiter. Aber es ist dennoch ein Feld, das uns, also ein Experimentierfeld von Möglichkeiten, die durchgespielt worden sind. Und es ist klar, dass aus dieser Erfahrung heraus halte ich das für eine höchst bedenkliche Utopie, von der ich jetzt, glaube ich, auch Hayek würde das nie. Hayek hat ganz klar gesagt, ohne Staat kann es keine Freiheit geben. Ohne Zwang, staatlichen Zwang, kann es keine Freiheit geben. Das hat er ganz klar in der Verfassung der Freiheit gesagt und begründet. Und diese Position, das gehört auch zur liberalen Utopie bei Hayek. Das muss man einfach mitdenken. Und darum würde ich jetzt dieses Argument, schlägt jetzt also nicht im, ist kein Argument jetzt gegen meine Position, das würde ich sagen, ja. Der Dezibelmesser schlägt doch etwas aus nach oben, nach Ihrem Votum. Also ja, schlecht kann es nicht, haben Sie bestellt. Leider ist das Zeitbudget schon fast ausgeschöpft, obwohl wir uns da dutzende Fragen fast vorbereitet haben. Das ist leider schneller gegangen als gedacht, aber dennoch möchte ich es nicht unterlassen, noch eine letzte Frage zu stellen an dich, Rahim. Was kann jeder Einzelne von uns aus deiner Sicht tun, damit wir diesen beschrittenen Weg in die Knechtschaft, dass wir da wieder Umkehr machen, eine Kehrtwende machen können? Was kann jeder Einzelne tun in den Organisationen, in denen wir aktiv sind? Klar, da verbreiten wir Aufklärungsarbeit und so weiter und schulen die Leute, aber was kann der Einzelne tun, der vielleicht jetzt nicht in einer solchen Organisation beruflich tätig ist? Gewiss nicht dasselbe. Also ich glaube, ein Zugang der österreichischen Teil dieser Nüchternheit ist, diese Begriffe nicht so ernst zu nehmen, sich da nicht ständig den Kopf zu raufen, welches Lager unter welche Schublade zu fassen ist. Auch dieser Wahrheitsanspruch, natürlich, eigentlich ist Wissenschaft, Erkenntnis offen, man sucht nach der Wahrheit, das ist wunderbar, das teile ich genauso. Aber
dieser Gedanke, wir könnten also Wahrheit als Menschen schon sehen und dann müssten wir nur alle aufklären darüber, damit wir endlich wissen, an welchem Strang wir alle ziehen sollen, ist eine sehr unhayekianische Idee. Welche Begriffe wir den Hilfsmitteln da in unserem Kopf geben, unseren mentalen Modellen, ist nicht so relevant als die Frage, ob wir wirklich im Kern dieses Utopie-Thema, da hat er selber den falschen Begriff verwendet, natürlich, aber er sagt ja Mut, er will ja den Mut begründen und er will ihn ja als Analogie sehen, warum sind diese leidenschaftlichen jungen Linken mit diesem Mut dran, die es heute auch kaum noch gibt. Also diesen Mut der frühen Linken, der hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass die Experimente gewagt haben und so überzeugt waren, dass sie da am Siegeszug der Geschichte sind, dass sie auch manch Interessantes gewagt haben. Heute sind ja weitgehend Mitläufer da, die kein Interesse eigentlich an Ideen haben und keinen Mut aufbringen, etwas anders zu machen. In aller Regel genau das tun, was ihre Eltern wollen und ihnen mitgegeben haben. Weil also die Eltern da aus der Reserve zu locken, bräuchte heute wahrscheinlich andere Ideen und Konzepte. Also was kann der Einzelne tun, schon in seinem Bereich Mut zu haben, diese unglaubliche Ungewissheit zu schultern, die genau nicht erlaubt, dass wir und alle organisiert dasselbe Ziel verfolgen können. Mises unterscheidet ja sehr schön die Organisation von der Ordnung, die auch spontan sein kann, die sich ergeben kann aus einem Erkenntnisprozess. Und dieser Erkenntnisprozess ist oft nicht akademisch, weil das Akademische oft ein Vorwand ist, nicht Erkenntnis zu betreiben, weil man sie ja schon hat, weil man ja die Expertise und Erkenntnis ja schon hat, sonst wäre man ja nicht akademisch, sondern die wichtige Erkenntnis des Lebens kommt oft daraus, die Fehler zu machen, die uns das Leben erlaubt und daraus zu lernen. Und fast jeder, der etwas real umsetzt, meistens nennen wir das dann unternehmerisch, es kann aber sehr weit gefasst sein, der Zugang der österreichischen Schule zum Unternehmerischen ist das ja sehr, sehr weit zu fassen, ist tatsächlich Dinge ausprobieren, den Mut zum Scheitern zu haben und dann zu sehen, ob man etwas daraus lernen kann. Und das wäre nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die einzelnen Menschen sehr wünschenswert. Und da gibt es viele, vielgestaltete Möglichkeiten. Die meisten Wege werden falsch sein, die jeder Einzelne von uns einschlägt. Es steht nicht in unserer Macht, das im Vorweg zu entscheiden. Die größten Innovatoren sind im Vorhinein leider nicht von den größten Spinnern zu unterscheiden. Deswegen würde ich dazu einladen, ein bisschen mehr Toleranz für das Spinnen zu haben, für die vermeintlich verrückten Ideen und Begriffe und Konzepte, weil manchmal sind es dann genau die, die tatsächlich Veränderung bringen, die man oft dann erst Generationen später nachvollziehen kann, was da eigentlich geschehen und passiert ist. Und mir wäre es dann also nicht mal wichtig, wie viele sich unter dem Begriff liberal sammeln. Ich denke, vorrangig ist, ob es tatsächlich die Freiheit und Eigenverantwortung des Einzelnen einer so in einer Welt, in der die Ungewissheit wieder stärker spürbar wird, sich behaupten kann, neue Pfade findet und wie sie sich dann benennt, ist, glaube ich, eine Sekundärfrage. Auch interessant, aber ich glaube nicht so maßgeblich. Danke. Ja, der Vorsitzende hat das Schlusswort vor der Publikumsdiskussion, damit wir egalitaristisch alle zwei Voten gehabt haben. Lieber Stefan, was kann jeder Einzelne tun, um den Weg zur Knechtschaft umzukehren? Stellen in den letzten Jahren der Hayek-Tage immer wieder gesagt, ganz wichtig, sich nicht die Begriffe wegnehmen lassen. Daran laborieren die Liberalen seit Jahrzehnten. Der Begriff Kapitalismus, Neoliberalismus, das sind alles schon verbrannte Vokabeln, die Liberale kaum noch in den Mund nehmen, weil sie sich die Deutungshoheit haben wegnehmen lassen. Dasselbe ist auch schon in der Marktwirtschaft eingetreten. Die muss mit 3, 4, 5 wohlklingenden Attributen mittlerweile eingehegt werden und daraus kann dann die breite Öffentlichkeit nur schließen, also wenn ich das nicht mache, wenn das nur mit so viel windelweichen Attributen verdaulich ist, dann scheint ja die reine Marktwirtschaft was ziemlich Gefährliches zu sein. Also da erstmal so etwas mehr Rückgrat und zu den eigenen Begriffen stehen. Es hat auch gar keinen Zweck, sich auf irgendwelche komplizierteren Begriffe einzulassen. Es dauert nicht lange, dann ereilen die dasselbe Schicksal und dann wird unsere Sprache immer pompöser und immer unverständlicher. Das ist das eine. Und das andere, da geht es mir nochmal ganz deutlich um das Selbstverständnis der Liberalen, auch in der Debatte, um auch überhaupt in der Debatte auch anschlussfähig zu sein. Ich habe zu oft den Eindruck, Liberale treten auf, als wären sie die Standesvertretung der Selbstständigen und Vermögenden.
Und das ist ein krasses Missverständnis. Denn die Wohlhabenden brauchen keine kluge Standortpolitik. Die können, wenn es zu schlimm wird, ihren Reichtum mitnehmen, auswandern und woanders auf der Welt glücklich werden. Die sind nicht auf liberale Wirtschaftspolitik angewiesen. Angewiesen sind die immobilen Faktoren. Und das sind eben im Wesentlichen diejenigen, die nicht auswandern können oder die, wenn sie denn auswandern, praktisch alles verlieren und dann in der übrigen Welt bei Null anfangen müssen. Das ist eine ganz andere Erzählung, als wenn man halt immer bedauert, wie schwer es doch den Selbstständigen gemacht würde und dass noch eine Vermögensabgabe doch nun wirklich ungerecht sei und so etwas. Darum geht es überhaupt gar nicht. Also man muss klar sagen, ich denke, das werden wir morgen Vormittag wie Nachmittag sehr deutlich hören, Kapitalismus nutzt im Wesentlichen den breiten Konsumentenschichten und nicht den Kapitalisten. Und so geht es weiter mit vielen anderen Themen, die wichtig sind in der Debatte. Nehmen Sie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das, was wir demnächst auch auf EU-Ebene in verschärfter Form noch haben. Da wird dann durchaus zu Recht der bürokratische Aufwand kritisiert, der damit verbunden ist. Das stimmt auch. Das ist auch ein wichtiger Kritikpunkt. Aber es wird zu wenig thematisiert, dass das Ziel, was man damit erreicht, nicht nur verfehlt wird, sondern im Zweifel sogar konterkariert wird. Wenn sich die Unternehmen aus der Europäischen Union zunehmend aus der übrigen Welt, dort wo prekäre Sozialstandards, prekäre Arbeitsstandards und dergleichen noch existieren, zurückziehen, dann wird dort die Situation schlechter und nicht besser. Oder nehmen Sie die Taxonomie, der Versuch über die Finanzierungskonditionen Industriepolitik zu machen. Auch ein unglaubliches bürokratisches Monster. Das wird uns alle miteinander Wohlstand kosten. Und zwar vor allen Dingen wird es das Problem geben, dass die Großen damit noch einigermaßen zurechtkommen, die Kleinen nicht. Also sogar der ist eher etwas, was für Big Business am Ende sich noch auszahlen kann. Und die ganze Willkür dabei sieht man sehr schön am Beispiel der Rüstungsindustrie. Die sollte vor 3 Jahren noch via Taxonomie zum Schmuddelkind der Wirtschaft degradiert werden. Und dieselben Leute, die das bis zum Februar 2022 noch so vertreten haben, waren dann auch die Ersten, die gefragt haben, wo bleiben denn die Panzer von Rheinmetall, die müssten noch längst an der Front sein. Und da sieht man eben, es sind eben nicht die Ziele, die strittig sind, es sind die Instrumente. Ich könnte noch ein letztes Beispiel geben für die interventionistische Politik bei der Dekarbonisierung. Die macht das gesamte Projekt teurer und damit wird man sich dann weniger davon leisten können, ganz einfach. So, und ich glaube, es ist viel wichtiger, in der Debatte auf diese Zielebene zu kommen, weil dort gibt es ja keinen Dissens. Und dort kann man dann viel besser die Argumente austauschen, anstatt immer nur den Eindruck zu erwecken, man muss sich schützend für die ansonsten bedrohte Spezies der Unternehmer stellen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es bleibt jetzt noch etwas Zeit für ein paar Fragen von Ihnen.